Geht ab. Willkommen auf dem Tick-Kanal. Heute gucken wir uns TikToks an, auf die ihr... Nee. Heute gucken wir uns TikToks an, auf die ihr mich... Nein, auf... Warte mal. Heute gucken wir uns TikToks an, auf die ihr mich markiert habt. Ist das richtig? Auf die ihr mich markiert habt. Ist das richtig? Egal, wir gucken uns auf jeden Fall einfach TikToks an, wo ihr mich markiert habt. So, das kann man sagen. So, das erste was von Willi. Wie lange brauchst du denn von Madrid nach Hamburg? Er hat's geleakt! Wie geht's? Ja, zeig mir. Ja, nice. Aber wir haben es auch schon geahnt. Das Ding ist, ich bin ehrlich, ich habe mit Willi schon, also ich habe mit Willi geschrieben auch schon. Ja, man weiß auf jeden Fall nicht. Man weiß nicht. Kann sein, dass er ja woanders hin wechselt. Ey, Bro! Ey, das ist von meinem Kollegen, ein TikTok. Oh, hast du schon von diesem Grimace Shake gehört? Sollen wir den mal probieren? Bruder. Ja, das ist Michael, mein Kollege Michael. Ja, lass reingehen, Digga. Oh, ich sehe da schon zwei. Perfekt für uns beide. Boah, ich weiß aber nicht, ob ich den trinken will, Digga. Warte, Bruder, ich gehe auch kurz auf Toilette, Hände waschen und so. Ich höre hier voll die nice Musik. Boah, der Shake ist crazy, ne? Der schmeckt richtig gut. Wo bist du, Bruder? Hä? Michael, ist alles gut bei dir? Bro, was ist das? Michael? Hä? Oh mein Gott! Digga, das machen meine Kollegen in ihrer Freizeit. Diese Videos. Grimace Shake. Ja, nice, Digga. Grimace Shake. Ehrlich geil. Nice, nice, nice. Check auf jeden Fall Nile ab. Er macht gute Videos. Digga, was sind das für Bilder, Bruder? Also, woher? Oha, woher diese Bilder? Ich ficke denjenigen, der gesagt hat, hol doch Dings, Speedbox von Telekom oder Gigacube oder irgendeinen anderen Scheiß, mobiles Hotspot. Halt deine Fickfresse. Ich streame, du Bastard. Ich streame, du Bastard. Ich brauch Upload, kein Download, du Hund. Du Peach, nur weil du Fortnite spielst und auf deinem Handy mit PUBG, heißt nicht, dass ich damit streamen kann, du Schwanz. Ich fick eure Vorschläge, Junge. Ich ficke denjenigen, der... Digga, Mads auf Rage Mode, ehrlich. Aus Promo zieht aus der Situation, ja. Die wissen, wie man das Gesicht von Montreal von mir auf dem Thumbnail platziert, um halt eben die größtmögliche Promo zu holen. Und auch... Ja, das sagt er, der uns immer in das Thumbnail packt und von Videos auf uns reagiert. Und reagiert. Sehr gut, Marvin. Sehr gut, Marvin. Gib ihm, Marvin, gib Unge. Reagiert. W Edit, W Prank Bros. Wie bist du hier reingekommen? Wie bin ich hier reingekommen? Was geht? Alles klar? Ach so? Ich bin am Stream. Hä? Deswegen konntest du mich nicht abholen, gell? Ja. Hat Rolo dich abgeholt? Wo ist er? Mein kleiner Bruder. Ich hoffe, dass du mich abholst. Ja, ich wollte dich erst abholen. Nein, geht's. Und dann ist mir eingefallen, dass der Stream wichtiger ist! Running up on me is a mistake! Sascha, danke für den Prime Sub. Hör auf mich zum Lachen zu bringen! Mein Mund brennt! Erbein! Hör auf, mehr Trinkschluck, bitte. Digga, er hat meine Wohnung so auseinandergenommen. Oh fuck, Digga, was ist das? Naja, okay. Yeah! Komm!
Vatos Locos Kanal, Vatos Locos, Vatos Locos, das sind meine Jungs. Mit Freistoßtor. Ja! Da ist ein Chat, Jungs. Da ist ein Chat. Das sind meine süßen Jungs. Let's go! Vatos Locos Kanal, Vatos Locos. Sie hat ihre Chance gehabt, Bruder. Sie hat ihre Chance gehabt. Ich konzentriere mich jetzt nur noch auf mich selbst. Warum? Weil ich warte auf kein anderes Mädchen. Kein Mädchen auf dieser Welt hat es verdient, dass ich auf sie warte. Warum? Meine Zeit ist kostbar. Ich bin ready. Wenn sie nicht ready ist, dann tschüss, Bruder. Ich muss meine eigenen Sachen machen. Ich kann nicht warten. Das ist nicht McDonald's, wo du auf dein Essen wartest. Wenn du keinen Bock darauf hast, dann tschüss, scheiß drauf. Die nächste kommt irgendwann, die richtige. Die. Sie. Digga, das Traurige ist, Digga, sie ist immer noch in meinem Kopf, ne? Sie ist immer noch in meinem Kopf, aber es gibt einen Unterschied. Ich habe gelernt, sie in meinem Kopf hier zu tragen und auch in meinem Herzen natürlich, aber trotzdem mich auf mich selber zu fokussieren. Checkt ihr? Das ist ein dicker Unterschied. Es gibt nämlich die eine Möglichkeit, dass du die ganze Zeit an sie denkst, und ihr Leben nur noch ihr widmest. Und es gibt die Möglichkeit, dass du an sie denkst und sie magst. Du magst sie wirklich sehr, aber du denkst an deinen eigenen Scheißarsch. Weil dir schenkt keiner was im Leben. Und wenn sie nicht für dich da ist, dann kannst du auch nicht für sie da sein. Natürlich, das ist traurig. Aber dann kümmere dich um deinen eigenen Arsch, Bruder, weil sie kümmert sich nicht um deinen Arsch. Also warum etwas für ein Mädchen machen, die nichts für dich macht? Das ergibt in meinen Augen keinen Sinn. Konzentriere dich auf dich selbst. Ah, und was noch ganz, ganz viele da draußen, ganz, ganz viele da draußen wissen müssen, ist, wenn ein Mädchen auf schwer zu kriegen tut, dann probiert sie wahrscheinlich wirklich, wirklich hart, wen anders zu kriegen. Also wenn sie auf hart zu kriegen tut, probiert sie hart, wen anders zu kriegen. Und genauso wahrscheinlich gibt es jemanden, der versucht, dich zu klären, aber du schreibst dieser Person kaum. Und die sucht auch nur Liebe, diese Person. Warum? Weil ein Mensch will immer das, was er nicht bekommen kann. Mhm. Ja, Mann. Ein Mensch will immer das, was er nicht bekommen kann. Deswegen willst du das Mädchen, was du nicht bekommen kannst. Und ein Mädchen will dich, du willst sie aber nicht, weil du sie ganz, ganz easy bekommen kannst. Das ist traurig, so ist das Leben momentan. So ist das einfach. Meinst du Alex? Digga, ich kack auf Alex, Bruder. Alex sieht aus wie ein 12-jähriges Mädchen, Bruder. No front on Alex, Bruder. Ich will nichts von ihr.